Hi. Ah, danke, dass du schon wieder abschmierst, Emulator. Ich hab dich auch lieb. Liebe du Emulator, du Chandidü. Damit herzlich willkommen. Mein Controller geht nicht. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Also mein Part hat schon begonnen und ich sag herzlich Hallo zu euch, Menschen, die das sehen. Ja, und ich habe gerade die Aufnahme gestartet während deiner Begrüßung. Hallo dort und herzlich willkommen zu. Ich wollte zu Flötenmonster sagen. Ich hab ganz ehrlich, weißt du, was ich verstanden habe? Was? Zu fucking Monster. Ich dachte, das wolltest du sagen. Gut, lassen wir diesen Einstieg und wir gehen weiter ins Geschehen. Beim letzten Mal habe ich den Farborden ergattert, indem ich gegenüber Erika oh, keinen dieser Tee ist so lecker. Lass mal schlucken. Hast du die Pointe verstanden? Nein. Ich habe Erika gegenüber keinen Plattformmund genommen. Ich bin so, wo bekommen? Treff die Tür nicht. Ich hole mir jetzt erstmal Psychokinese. Was hier ist, TM29, ist wirklich Psychokinese. Der Psychochinese. Ja, der Psychochinese. Warte, was ist das da für ein Pokéball? Evoli! Ja. Ja, oh, es ist männlich. Ich nenne es Darky. Du musst aber zu einer Lachtada machen. Ja. Ups. Mach ich auch. Ich muss nur gucken, wie das genau geht. Gibt's Lachtada hier übrigens? Gibt es da Tag und Nacht? Hier gibt's eigentlich keinen Tag- und Nachtrhythmus. Ist es dann vielleicht so gemacht, dass es in der Höhle zu Nachthara wird? I don't know. Zu einem nackten Darky. Gerne doch. Ja, da stehst du drauf, ne? Weil wenn sich Darky frei macht, ist er auch ganz schwarz und hat gelbe Kringel. Wieso hat er gelbe Kringel? Kringe. Immer diese Inge. Yay, ich hab Tee erhalten. Okay. Ei, zeig ich doch. Ich hab ne Feuerarena gezogen. Rate mal, wer vorne ist. Top. Ja. Also ich glaube, ich werde das Marvel doch schnell reinholen ins Team. Warte, was machst du nochmal hier? Oh, was soll ich tun? Jemand hat unser Sylph Scope gestohlen. Warst du im Team Rocket versteckt? Verschwinde von dem Poster oder ich muss Punkt Punkt Punkt. Du hast ihn gerade beim Treppen gestört. Ja. Boah, Shox, kannst du bitte treffen? Verdammt, ich habe vergessen, meine Pokémon zu heilen. Damn fucking Chinese. Egal. Egal, wird schon sterben. Ja, Radikal geht down. Das der rattige Karl. Oder eine Ratte namens Karl. Oder ein kahler. Eine kahle Ratte. Ein kahler Ratte. Ja. Ein kahler Ratte. Geil. Wer kennt's nicht? Wer kennt Los, Petra? Na, ganz ehrlich, wer von euch kennt Petra? Alle, wo Petra kennt, schreiben Hashtag Petra in die Kommentare. Es ist ein kleiner Tipp. Es handelt sich nicht um Solgaleo. Nein, es ist nicht Solgaleo. Es ist auch nicht Cosmuk und auch nicht Cosmobumsdingens. Cosmobumsbumsdingens. So heißt das Ding. Ja, Cosmobumsbumsdingens. Los, tackle Zubat. Pepedü tackelt ein männliches Zubat. Tackle. Ja. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Ja. So, ich glaube, es ist erstmal ganz, ganz, ganz sinnvoll, wenn ich gerade unser Team auffrische im Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fett. Auch mit deinem Schritt M. Ja, voll der fette Schritt, Alter.
So, da ich immer mindestens einen VM-Sklaven benötige, denke ich, lege ich Pepyri von der Box ab. Lege ich Pepyri von der Box ab? Vom Team. Ich werfe Pepyri ab. Okay, tschüss, geh. Ich mache alleine weiter ab sofort. Nein! Doch. Oh. Nein. Warum mache ich es nicht einfach anders? Oh Gott! Was nicht kann ich eigentlich? So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was dieses Darkry überhaupt für ein Moveset hat. Vielleicht, ja. Was hat das denn? Rechte Hand. Ach, das hat. Dieses Evoli hat einen geöffneten Mund. Ich dachte gerade, das sind. Kusslippen. Ich kämpfe gerade mit Topf. Was habe ich verpasst? Dieses Evoli hat den Mund geöffnet. Und das sah für mich gerade so aus, als ob es einen Kussmund hat. Ich kämpfe gerade mit Topf. Was habe ich verpasst? Die erste Attacke von Darkry im Moveset ist rechte Hand. Vielleicht kann das mit der Linken nicht so gut. Sandwirbel, Heuler und Ruckzuckhieb. Ich sag nichts. Das, was ich Classic Darkry. Lässig Darkry. Classic habe ich gesagt. Ja, Classic. Ja. Da lässt sich Darkry aber ordentlich einschütteln mit rechter Hand. Und verstreut Sand in deine Gesichter, bis du heulst. Ja. Nach rechter Hand folgt der Sandwirbel. Ja, und schießt mit Sand. Oder schießt Sand in deine Augen, sodass du heulst. Und das ruckzuck. Jetzt weiß ich auch, wo der Name Sandra herkommt. Hallo, Jungblut. Hallo, Radikal. Hallo, Kirin. Wieder ein Karl, Alter. Du mit deinen Karls. Auf Level 6 und to rise sich entwickelt sich Tauburger, ne? Ja. Gut. Wenn du jetzt 36 gesagt hast, ja. Wenn du was anderes gesagt hast, weiß ich nicht. Nee, ich hatte 36 gesagt. Du hast keinen Real-Life-Lag. Hm? Du hast einen kleinen Real-Life-Lag. Muss ich den checken? Nein. Gut. Du checkst ihn. Ich habe gerade von einem Kumpel die WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich besitze nun TeamSpeak. Er kann nun in Teams sprechen. In Teamsprache oder was? Ja, in Teamsprache. Mann oder Weib? Mann oder Frau, Entschuldigung. Ich hab gesagt, ein Kumpel. Lara ist auch mein bester Kumpel. Und ja, jetzt? Okay. Ein männlicher Kumpel. Okay. Los, Cedos, setz Donauwelle ein. Ey. Was? Was denn? Cedos schockt einen rattigen Karl mit Donnern. Ach okay, ja, ich hoffe, ihr habt den Part am Montag gesehen. Diesen kleinen Zwischenpart. Oh Gott, nein. Doch, ich Cedos wurde gerackt. Cedos wurde gerackt durch Hyperzahn vom rattigen Karl. Los, Darkry. Nein, dann kann ja der geile Cedos wieder. Warte. Los, Darkry, you can handle this with right hand. A dish. Dish in dein Gesicht. Dish. Miep. Time. Wenn du jetzt dein TeamSpeak öffnest, sieht man das im Video. Ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, warum? Tu nichts Unüberlegtes. Warte. Denk nicht
mal dran. Denk nicht mal dran. Du Penis. Man hat es nur gehört. Mach doch mal auf und zeig, was da steht. Andi, stand da Schlüpfer? Schlüpfer was? Was? Nein, dann bleibt das Bild stehen, der Emulator bleibt stehen, man hört den Sound nicht mehr und Shitty-Lü. Da stand nicht Schlüpfer. Das sah gerade im ersten Moment aus wie... Ich sollte meine Brille aufsetzen. irgendwas wollte ich gerade noch machen. Achso. Den brennenden Pissi von deinem Schulter wischen. Ich hab auch gerade einen Klutexe vor mir, der hat auch einen brennenden Pissi. Ja. So, was haben wir denn hier? Ich kämpf gegen Yvonne, die hat lauter Feuer-Pokémon. Die hat wohl auch einen brennenden Pissi. Yvonne hat lauter Feuer-Pokémon. Mit einem brennenden Pissi und. Wer kann Durchbruch lernen? Staubfusse. Staubfusse war und was? Und Cedos. Staubfusse war Shillock, Kyrü. Okay. Ich glaube, ich bringe Cedos Schockwelle bei. Toxwelle. Hast du es entwickelt schon? Nein, noch nicht. Welches Level ist es? 24? Okay, es lernt bald eine schöne Attacke. Dönerblitz. Mit ganz viel Dönerfleisch. So, und wir hauen ihm eine... Jeden, der jetzt Hunger hat, Chris spendiert einem einen Döner. Auf die Kosten von Pepe. Auf die Kosten von Hast Chris. Auf Twitch. Guckt vorbei und holt euch einen Döner. Ja, ich habe einen Fluchtzell bekommen. Was, damit kann ich mir jetzt einen Strick bauen. Ja, bitte. Soll ich noch den Haken in die Wand schrauben? Haken. Ich roll das R so gerne. Let me die. Los, Kirin! Hallo, Schluck auf, den man gerade zum Glück nicht gehört hat. Nö, ich hab nicht gehört. Ja, Böre Bea hat ein Feuerriegel. Ich bin gerade im Rocket-Versteck. Versteckst du dich da? Ein Büschel. Nur ein Büschel weit. Ich versteck mich hinterm Haarbüschel. Hinter deinen Haaren. Das sagst du doch nur, weil ich einen Zopf trage. Eine Pferdeschmatz. Ja, dann kann ich beim Headbang sagen, dass ich den längsten hab. Naja, wenn schon Mist den längern hat wie du, ja. Was? Stimmt, der hat den längsten im Knast und ich war noch nie im Knast. Naja, im Knast kommen nur die mit den ganz langen. Wenn du immer von dir behauptest, dass du einen so langen hast, warum bist du dann hier noch freiläufig? Hey, den verstehe ich nicht. Du hast dir gerade ein eigenes Loch gebuddelt. Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Ja, genau. Und dann klärst du mir das jetzt bitte nochmal mit der Freilaufen-Dings da, ich versteh's nicht. Vergiss es. Erklär. Du sagst immer privat, dass du, keine Ahnung, einen langen Piep hast. Langen Piep, ja, langes Piep hab ich. Soll ich dir das Piep mal zeigen? Ich muss nur mein Haustelefon holen. Oh Gott. Ja, weiter. So, und du hast gesagt, in den Knast kommen nur die mit den ganz langen. Warum, wenn du doch über dich selbst behauptest, dass du so einen langen hast, warum läufst du dann noch frei herum? Really, Digga. Meine ist einfach schon zu lang für den Knast. Vor allem really dick. Ja, dick da, Grab da. Ja. Meiner ist schon zu lang für den Knast. So was Langes können die da nicht mehr brauchen. Ja, ist klar. Ist klar. Ich hab dir den Witz vorweggenommen, Bitch.
später kommt ja dein Freund auf den Teamspeak, oder? Hä? Später kommt ja dein Freund auf den Teamspeak. Ich bevorzuge Kumpel. Ja, dein Freund halt. Ich... Nein, Kumpel. So, doch, dein Freund halt. Dann unterhalten wir uns mal ein bisschen. Also dein Freund und ich. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Jetzt machst du mir Angst, Thürü. Ich und Angst, Thürü. Ach, bitte. So viel Angst mache ich auch nicht, Menschen. Hallo, Hundemon. Ach ja, ich kämpfe gerade gegen Erik. Ah. Warte, Erik A. Heißt das etwa Erik ist am Stöhnen? Nein, Erik mit dem Nachnamen Anton. Warum nicht Anorak? Weil es ein zu offensichtlicher Nachname wäre. Genauso wie Kreuz und Batterie und Ladekabel. Oh, warte. Das A steht nicht für Anton, sondern für Anna. Hallo, Came Erupt. Er kam in einer Eruption. Nein, ob. Wieso habe ich gerade vergessen, dass Zubat. Ich habe gerade tatsächlich gegen Zubat eine Bodenattacke eingesetzt und hab. Oh Gott, nein, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich muss nicht mehr sagen. Ich glaube, ich will gar nicht. Du musst gar nicht wissen, was ich verstanden habe. Was hast du verstanden? Es gab so einen kleinen Leck, als du Boden gesagt hast und das B fiel weg. Wurde zu einem H, also als eine Hodenattacke eingesetzt hast. Ja, genau. Genau so und nichts anderes. Chris benutzt seine Hoden. Das passt sogar, ich habe ja keine Hose an. Stimmt, da war was. Freie Bahn für deine. Für die Allgemeinheit. Freie Bahn für deinen Hoden. Freie Bahn mit Marzipan. Mit Cindy aus Marzahn. Hab Lust auf Marzipan, danke. Bitte. Bitte. Dann zieh doch den den Peter Pan. Dann zieh doch den Peter Pan. Dann zieh den Peter Pan doch raus. Paralyzed, Hundämon. Parasite. Ich habe einen Mondstein gefunden. Kann ich damit jetzt meinen Evoli weiterentwickeln? Ich hab den Verhöhner gefunden. Erster Trank. Ich habe zwei Mondsteins. Genau. Und Erika ist down. Steins ist auch der offizielle Plural von Stein und so. Meins. 1, 2, 3, meins. 3, 2, 5. 3, 2, 5, mir. Der Farborden des Befehle bis bla 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 Stärke, nimm das Geschenk, TM19. Heißt das, ich bin jetzt stark? Nein, du bist schwach. Hast du gerade gesagt, ich bin schwarz? Nein, du bist schwach. Gut, ich lasse den Part jetzt mal hier ein bisschen kürzer ausfallen. Same as me, just wait 10 seconds. Nein. Wait 10 seconds. Ja, ich stehe hier schon vom Aufzug. Und ich stehe vom Pokémon Center. Also verstehen Sie, ich stehe fast auf dem Zug. Ja, wir haben verstanden. Geh sterben. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.